Mahlzeit, Freunde. Heute stelle ich euch mal eine Singleplayer-Mission vor, die nennt sich Lost. Wie der Name schon sagt, ist man da ziemlich alleine, also muss ich alleine über die Insel kämpfen. Gibt es hier verschiedene Inseln. Ich habe diesmal Capraia ausgesucht und zeige euch mal kurz das Grundgerüst der Mission. Wie ihr seht, habe ich die Mission für die Karten runtergeladen, die ich habe. Wir starten einfach mit Capraia und machen dann mal einen Neustart. Als erstes liest die Mission die PBOs aus, die wir haben. Also welche Einheitentypen hast du nicht gesehen? Auf der linken Seite haben wir die freundlichen Einheiten. Die möchte von uns wissen, welche befreundeten Einheiten wir selber spielen wollen oder im Spiel noch dabei sind. Und rechts haben wir die feindlichen Zivilisten. Und so weiter. Ich denke mal, werde die Deutschen nehmen. Hier kann man die Share-Rate der einzelnen Abteilungen sehen. Man kann auch mehrere nehmen, zum Beispiel, indem man einfach die Share-Rate hochtreibt. 5 Teile davon, 2 Teile davon, wie man möchte. Ich belasse es mal bei den Deutschen zu 3 Teilen und nehme mir noch Private Military. Nein, warte. Buff. Desert werde ich noch mit reinnehmen zu einem Teil. Dann wählt man sich aus, welchen Spieler man selber sein möchte. Ich werde mir den Sanitäter nehmen. Kommen wir nun zu den feindlichen Einheiten. Da wählt man sich aus, was man da haben möchte. Ich denke mal, ich nehme die Iraner als Feindbild. Zu 3 Teilen Infanteristen, zu einem Teil Kommandos und zu einem Teil nehmen wir Fahrzeuge. Am besten ich spiele ohne Fahrzeuge, ich denke mal, das dürfte für den Anfang ein bisschen einfacher sein. Nehmen wir hiervon noch ein Teil mit rein. Okay, davon auch noch, denke ich mal. Zivilisten, denke ich mal, passen Lingor sowie duale Einheiten gut rein. Und dann, denke ich mal, haben wir alles eingestellt für den Anfang und drücken auf Continue. Was die Mission jetzt noch von uns wissen möchte, die Anzahl der Einheiten. Alles was rot ist, sind feindliche Truppenverbände, in dem Sinne Gruppen. Und rechts habt ihr die befreundete Einheiten auf der Karte noch rumrennen sollen. Ganz rechts habt ihr noch eine Erklärung, könnt ihr euch durchlesen, wie was gemeint ist, dass es Gruppen sind. Ich würde sagen, wie Heikels lassen wir komplett raus. R können wir, denke ich mal, 2 mit reinnehmen. Dafür, denke ich mal, 8 Paracrup-Truppen. Infanterieeinheiten, feindliche 50 für die Karte dürfte reichen und dafür mache ich aber 6 Befreundete. Die befreundeten Einheiten sind irgendwo auf der Karte verstreut. Die kämpfen für sich selbst in dem Sinne erstmal, bekämpfen alles, was sie sehen an feindlichen Einheiten, die da rumrennen. Ihr seht schon, die sind in starker Unterzahl, die werden auf jeden Fall dezimiert. Also es kann sein, dass ihr dann im späteren Verlauf des Spiels gar keine befreundeten Einheiten mehr findet oder zumindest noch ein paar Truppen. Also wer schnell welche ausmacht in seiner Nähe, sollte sich sofort mit denen verbünden, um sie nutzen zu können. Ihr könnt später im Spiel des Verlaufs, wenn ihr ein Radio gefunden habt, zum Beispiel auch die verbleibenden Einheiten auf der Karte Kontakt aufnehmen zu den Leuten und die per High Command steuern und für eure Ziele einsetzen. So, für den Anfang hätten wir das. Ich fahre erstmal auf die Insel. Oben rechts seht ihr, die Mission wird initialisiert. Ihr bekommt ein paar Aufträge, die ihr erledigen könnt, wenn ihr wollt. Ihr könnt aber auch, wie ich, einfach das Normalspieler als Freelancer unterwegs sein. Ihr habt einen Marker bekommen für freundliche Einheiten. Da ist die Basis, wo noch ein paar freundliche Einheiten rumrennen. Ist meistens immer ziemlich viele Kilometer entfernt. Oben rechts haben wir jetzt eine Anzeige, wie viel Teile der Mission wir schon geschafft haben, in dem Sinne von 100% noch gar nichts. Dieses Request Assistant könnt ihr erstmal wegdrücken, ja, da kommt dann bloß eine kleine Info, die ihr oben rechts seht, dass ihr, wenn ihr befreundete Einheiten findet, die über das Funkmenü euch, die ihr dann zu euch holen könnt und befehligen könnt. Vieles in der Mission läuft über das Funkmenü ab, in dem Falle 08. Da habt ihr viele Punkte, die ihr auswählen könnt. Zum Beispiel High Command spezifische
Dinge, da denke ich mal, das sind die Sachen eigentlich selbsterklärend. Ihr könnt Gruppen aufteilen, sehe ich gerade, Gruppen zusammenfügen, Statistiken anzeigen, wie es der Gruppe geht. Dann das Team-Switching, ihr könnt den High-Command-Leader switchen, wie ihr wollt. Switch to Selected Unit, ihr könnt sogar in andere Units reinspringen, sehe ich gerade, habe ich noch nicht benutzt. Dann das Squad-Management. Ihr könnt die Squads, wenn die unter einem Kommando stehen, dann managen. Mount-Unmount, denke ich mal, genau. Gruppen in Fahrzeuge einsteigen lassen, aussteigen, den Helikopter, wenn ihr mal einen findet, landen lassen, Truppen ausladen lassen. Ich denke mal, vieles davon wird über den High Command ablaufen, aber ihr könnt hier drüber auch die einzelnen Gruppen auch persönlich ansprechen und sagen, wo, wie, was sie ein- und aussteigen sollen, wo sie hinfliegen sollen. Medical, wenn ihr injured, also verletzt seid, könnt ihr euch zum Headquarter beamen lassen. Das wäre dann der Wegpunkt, den wir gerade gesehen haben, mit den befreundeten Einheiten. Da kann man sich noch ein bisschen heilen. Ansonsten sieht es ja eigentlich ziemlich mau aus. Ab und zu findet man noch ein Zelt oder ein Medic-Fahrzeug. Dann haben wir General. Die Einheit will sich nicht bewegen. Sollt ihr das versuchen? Ich denke mal Headbug oder sowas in der Art. Cache, wenn ihr den Cache nicht findet, darauf gehe ich nachher nochmal genau ein. Stunde vorstellen. Ihr könnt euch den Wetterbericht anzeigen lassen für die nächsten Tage. Das Spiel wird auch ein bisschen länger dauern. 08, da wird schon geschossen. Mission ganz wichtig: wenn ihr speichert, immer über Safe Game. Also über das Funkmenü speichern. Hier könnt ihr nebelfeindliche freundliche Einheiten rekrutieren. Wenn ihr Fahrzeuge habt, mit denen rumfahrt, die stehen hier oft mal rum. Meistens ist dann irgendwas defekt zum kleinen Teil oder der Sprit ist nicht mehr ganz voll. Dann könnt ihr hier Sprit zwischen Fahrzeugen hin und her füllen, wenn ihr zwei Fahrzeuge habt und wollt den Sprit aus dem einen Fahrzeug ins andere mit reinschmeißen, könnt ihr hier rüber machen. Und hier wird zum ersten Mal ein Cache erstellt. Das ist ganz wichtig. Also wenn ihr ein Cache bedeutet in dem Sinne eine Waffenkiste, die könnt ihr im ganzen Spiel mit rum transportieren. Da könnt ihr alle Waffen, die ihr findet, bei gefallenen Soldaten, in Fahrzeugen, in Waffenkisten, in feindlichen, könnt ihr die in eure Waffenkiste reinmoven lassen, indem ihr einfach zur Kiste geht oder die Kiste bzw. die tote Leiche einfach per Mausrad aktiviert, dass die gesamte Ausrüstung der Person der Waffenkiste in eure gemoved wird. Die Waffenkiste kann auf jeden Fall transportiert werden und dazu braucht ihr aber ein großes Fahrzeug, LKW und alles, was da noch Panzerkettenfahrzeuge sind, haben wie funktioniert glaube ich nicht, M113 oder sowas in der Art, da könnt ihr das transportieren. Deswegen ist es wichtig, dass ihr die Waffenkiste erst zum ersten Mal erstellt, wenn ihr wirklich ein Fahrzeug habt, das ihr benutzen könnt. Also wenn ich die Kiste jetzt hier an der Ort und Stelle hier erstellen würde, hätte ich schlechte Karten, also ich müsste wirklich erst ein Transportfahrzeug finden, um die Kiste transportieren zu können. Ansonsten besteht das Spiel halt aus daraus, dass ihr auf der Karte umherwandert. Ihr könnt Häuser durchsuchen, das zeige ich euch mal kurz. Wir schauen mal kurz, wo wir sind. 44, 91. Ich denke mal, das wird genau hier unten irgendwo sein. Da befinden wir uns gerade. Überall sind Häuser. Ihr seht, die Häuser haben weiße Punkte, das heißt, die Häuser können durchsucht werden. Also in jeder großen Stadt wirklich, die sind einige Häuser dazu da, dass man die durchsuchen kann. Das geschieht ganz einfach, indem ihr da rangeht. Ihr bekommt dann ein Search House Auswahl in eurem Menü, also wenn ihr Mausrad dreht, und könnt das Haus durchsuchen. Da kann alles Mögliche drin sein: Waffen, feindliche Einheiten, befreundete Einheiten, Partisanen, die unter eurem Kommando zum Beispiel kämpfen. Sollte was gefunden werden in dem Haus, wird das sofort, wenn es Waffen sind, Munition in eure Waffenkiste transferiert. Also ihr braucht dann nicht weiter euch kümmern. Noch vorsichtig müsst ihr sein: 100 Meter um diese markierten weißen Häuser rum, also die ihr noch nicht durchsucht habt, sobald ihr euch da in dem Umkreis bewegt um das Haus, um den weißen Punkt, sage ich mal, werdet ihr entdeckt. Also das soll in dem Sinne so funktionieren, dass die Leute, die in dem Haus wohnen oder da sind, noch dem Feind gut gesonnen sind. Das heißt, die melden sofort alles, was da nicht hingehört, in dem Sinne wir. In dem Grund wird dann sofort eine feindliche Patrouille dahin geschickt, die das kontrollieren soll. Also seid da auf jeden Fall vorsichtig, wenn ihr Häuser durchsucht, dass ihr das flott macht und eure Umgebung im Auge behaltet. Hier seht ihr noch Militärcamps, sind auch quer über die Karte verstreut. Die findet ihr dann auch noch, könnt ihr auch noch, indem ihr einfach hingeht, die für euch einnehmen. Ihr könnt davon sicher sein, auch wenn das Militärcamp leer ist, dass in der Nähe Patrouillen sich befinden.
Und wir werden erstmal als erstes das Haus kontrollieren und beziehungsweise durchsuchen und auch mal schauen, ob wir hier ein Fahrzeug finden, um unsere Waffenkiste zu transportieren. Da drüben haben wir schon mal das Lagerfeuer. Ich denke mal, da wird auf jeden Fall das feindliche Lager sein, der kleine Außenposten, den wir gerade gesehen haben. Aber erstmal kümmern wir uns darum, dass wir dieses Haus hier durchsuchen. Da haben wir schon Search House, genau. You find nothing. Und wir haben einen LKW, perfekt. Das heißt, wir können uns jetzt hier, nachdem wir schnell die Punkte weiß gemacht haben, unsere Kiste erstellen. In dem Sinne kann ich mir jetzt sicher sein, da ich das Haus durchsucht habe, sind die Leute da drin loyal mir gegenüber und verraten mich nicht mehr. Aber ich vermute mal fast, dadurch, dass ich hier schon rumgerannt bin, wird irgendwo eine Patrouille hier schon unterwegs sein, die der Sache auf den Grund geht. Weil die Leute, als der Punkt noch weiß war, also ich das Haus nicht durchsucht hatte, mich schon, denke ich mal, gemeldet haben. Als erstes erstellen wir uns zum allerersten Mal die Waffenkiste und dann Mission. Das wäre dann der Cache, Setup for the first time. So, der Cache müsste jetzt irgendwo hier erstellt sein. Da steht er schon. Solltet ihr den mal nicht finden, könnt ihr über, ich glaube General war das, genau, can't get to cache, try this, probieren. Was da genau funktioniert, weiß ich nicht, ob ihr da einen Marker bekommt oder sonst irgendwas. Aber ich habe bis jetzt die Kiste eigentlich immer gefunden. Nun haben wir unsere Kiste hier. Ich glaube, da dürfte eigentlich normalerweise noch nichts drin liegen. Wir können mal kurz reinschauen. Weil die Kiste birgt nämlich noch andere Optionen, die man machen kann. Man kann sich selber neu bewaffnen, das ist klar. Autotransfer vom All Trucks and Crates. Genau, also die Kiste, wenn man da drauf drückt, holt sich die Kiste alle Waffen und Munition im Umkreis von 250 Metern aus Kisten, Fahrzeugen, Leichen. Das heißt, ihr müsst nicht jede Leiche wirklich einzeln abgrasen und da auswählen, dass der Inhalt der Leiche in eure Kiste transferiert wird. Was haben wir noch? Manage AI Groups und Equipment. Wir haben noch keine Gruppen unter uns in dem Sinne, die wir ausrüsten können. Es sei denn uns selbst über Equipment Editor. Ihr könnt euch einen Skill anzeigen lassen. Units über Head Command hier nochmal steuern lassen. In dem Sinne haben wir hier den Inhalt der Waffenkiste. Rechts befindet sich unsere Ausrüstung. Wir sind Alexander Hoffmann. Wir schauen mal kurz, was wir da drin haben, ob wir in die MK17 wechseln können. Ich denke mal, das bringt noch nichts. Also wir bleiben auf jeden Fall bei der G36 erstmal. Gehen wir wieder raus. Was haben wir noch? Ja, das war's. Ihr könnt doch normal über Ausrüstung in die Kiste reingehen. Als erstes werde ich mir auf jeden Fall mal diesen Armeestützpunkt, also diese kleine Basis hier vorne angucken, dass ich die auch unter mein Kommando hole. Und des Weiteren auf jeden Fall aufpassen, dass ihr eure Umgebung im Auge behaltet. Ich habe KI-Mods laufen. Die KI ist jetzt ziemlich knackig in dem Spiel. Ich hoffe, ich gehe nicht gleich drauf. Ich denke mal, es sieht noch gut aus. So, Search Camp, okay, in dem Sinne müsst ihr hier nichts auswählen, einfach nur das Camp betreten und schon wird es grün markiert. Ich denke mal, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass auf jeden Fall ich hier gesehen wurde, also der Feind weiß hier in der Ecke ist was los, wird mit Sicherheit eine Patrouille hierher schicken, gehe ich mal stark von aus. Deswegen werde ich mir ganz schnell den LKW schnappen, meine Kiste verladen und mich hier auf jeden Fall aus dem Staub machen. Als erstes beladen wir die Kiste in den LKW. Das geht ganz einfach. Load Cash onto Truck oder APC. Damit ist das nächste Fahrzeug gemeint, was in der Nähe steht und was fähig ist, die Kisten tragen zu können. In dem Sinne seht ihr oben rechts, der Cash wurde successfully loaded in den Ural. Der Ural hat noch 32, ist noch 32% voll. Ihr könnt da alles reinschmeißen. Sandsäcke, hast du nicht gesehen. Gibt viele Sachen, die man reinhauen kann, um euch irgendwo festzumachen, sage ich mal. Aber ich belasse es erstmal bei der Kiste. Als nächstes werde ich mir, denke ich mal, auf der Karte einen Punkt aussuchen, den ich als nächstes in Angriff nehme. Da hätten wir da drüben noch einen Armeepunkt. Ich denke mal, da werde ich mich auf jeden Fall hinbegeben. Und gucken, dass ich dann nicht weiter auffalle. Und auch nicht jetzt wirklich am Anfang gleich in Kontakt komme. Ja, mit der Karre stimmt was nicht. Ich weiß noch nicht. Achso, falsche Seite.
Okay, ist nicht mehr die schönste, aber sie rollt noch. Sollten wir noch ein Fahrzeug finden, können wir über das Funkmenü den Sprit transferieren lassen. Ich werde erstmal ganz vorsichtig in die Richtung des nächsten Camps fahren. Das haben wir auch gleich schon da vorne. Deswegen denke ich mal, fahre ich mal mehr Richtung Küste. Oh. Da haben wir schon eine feindliche Patrouille. Das macht natürlich überhaupt keinen guten. Ich denke mal, die wurden schon geschickt, um nach mir zu gucken. Ein Glück haben die mich noch nicht entdeckt. Hier haben wir auch schon wieder zwei Camps. Auf jeden Fall.